Nein, wer war das? Welche Sau? What? Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Minecraft Dungeons. Ich habe jetzt hier mal kackendreist Kevins Standard-Anmod geklaut. Das liegt einfach daran. Ich wollte es gerade sagen. Das ist einfach meine Standard-Anmod, ne? Ich weiß. Alter. Kevins Markenzeichen einfach mal umgemünzt. Aber immerhin sind wir ja auch bei dir in der Lobby. Same. Von daher, sieh es als Hommage. Oh. Danke. Wir hatten nämlich gerade eben das Problem, dass Benny bei mir nicht in die Lobby reinjoinen konnte. Ich konnte nicht bei Benny reinjoinen. Dann haben wir uns alle gedacht, dann gehen wir halt zu Kevin. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und wir haben es in der Sonntagsfolge schon gesagt, nach unserer Tower Challenge. Heute gibt es ein bisschen Geburtstags-Action. Minecraft Dungeons wird immer noch 2 Jahre alt, dauert eine ganze Weile, bis es soweit ist. Und wir haben wieder 2 Saisonprüfungen. Und die Entscheidung fiel zwar noch nicht offiziell, aber ich habe keinen Bock auf die 2., deswegen machen wir die 1. Das Markt erheilen 4 Gesundheit des Spielers, Geschwindigkeit von Kreaturen um 30% erhöht und Spieler haben die Verzauberung rücksichtslos ausgerüstet. Genau. Machen wir einfach. Während ich das geht's. Vorgelesen habe, meistens zeitig. Hat Kevin die Mission schon gestartet, so muss das sein. Das ist ja der Workflow, den wir ja alle brauchen. Ich habe gerade festgestellt, dass ich 19 Kraftstufen über der ausgewählten bin. Das ist insane. Ne? Ich wollte gerade was ganz Ähnliches anschneiden. Bin 226. Wir haben nämlich gerade eben festgestellt, dass der Tower eine unfassbare Schneise in unsere Kraftstufenverteilung geschnitten hat. Während Kevin nämlich mit Sachen so um die 240 ausgestattet ist, bin ich schon froh, wenn ich Stufe 220 Sachen kriege. Was? Was ist das denn bitte für ein Damage hier? Ich kann mich nicht. Ich hätte es aber auch geschafft, aber naja, Spinnen. Obwohl ich gerade die Saisontabelle anführe und Towergewinner bin, fällt es mir schwer, die Rolle des Carriers zu übernehmen, wenn mich der Tower nicht mit entsprechenden Items rewardiert. Also beglückt, ne? Versteht ihr? Also, wenn ich carryen muss, dann muss mir der Turm halt auch mal was anderes geben als eine normal vergoldete. Normal vergoldeten Flüstersperr oder so ein Scheiß. Ist verständlich. Na, bis das soweit ist, würde ich Kevin bitten, noch nicht ganz das Gameplay einzustellen. Nee, ich bin dabei. War einfach das, was ich immer mache. Mich nicht bewegen können und sterben. Was hast du für eine Kraftstufe ausgewählt? Mal so gefragt. 219. Okay, das müsste eigentlich passen. Ich hab extra bis noch unter What? Unserem aktuellen Hä? Ja, cool. Cool. 2 Creeper. Konnte ich nichts machen, ich habe mich weggerollt, aber waren zu viele. Na warte, dann muss ich mir was anderes machen. Machen wir es so. Aber man merkt es halt auch, ne? Also auf den großen Leveln oder den großen Kraftstufen ist es halt auch allgemein schwer für einen Einzelnen zu carryen. Das geht eigentlich fast gar nie. Ja. Das ist in den kleinen war das immer noch relativ gut möglich, aber bei den großen hier ist das insane schwer. Naja. Also das ist ganz schwierig, da irgendwas rauszuholen. Ach, Säulologen, ich hasse sie jetzt schon. Okay, ich habe einfach random. Ach, die haben doppelten Schaden. Na gut. Nein! Da kann ich gar nichts machen. Wieso tun wir jetzt denn gerade so schwer? Ich meine, von der Kraftstufe her ist es nicht so weit weg von dem, was unser Maximum ist. Ach, ich habe dich erst da wieder in den Säulen nicht gesehen. Das sind halt so viele Gegner. Wie soll man da denn durchsehen können? Ihr müsst halt wissen, ne? Benny ist schon ein bisschen angetiltet, weil das vorhin mit dem Joinen so lange nicht geklappt hat. Da macht die Sache jetzt nicht besser. Oh oh. Nein! Ist das ein dummes. Weiß ich nicht. Etwas? Immer wenn ich es schaffe, einen zu heilen, sterbe ich danach. Einfach weil ich
komplett weggefistet werde von den Gegnern. Ja. Das ist insane, was sie für ein Damage outputten hier. Das ist nicht normal. Das ist echt insane. Ist aber auch beeindruckend, gut, was die haben, glaube ich, rücksichtslos. Der Turm für einen immensen Unterschied machen kann. Also das überrascht mich jetzt doch irgendwie. Es hat mich ein bisschen aus meiner Illusion geholt, dass wir hier alle doch relativ gleich auf sind. Nee, sind wir nicht wirklich. Nee, Köln ist absolut uneinholbar von. Nee, nicht mehr ansatzweise. Spiegelt aber auch ein bisschen die ewige Tabelle wieder, unsere Kraftstufe, ne? Ich bin relativ nah bei Benny. Und Kevin ist einfach beyond. Oh, Entschuldigung, ich habe euer Brot gegessen. Nicht so schlimm, denke ich. Hoffe ich. Nee, okay, ich hatte halt dadurch kein Brot. Leben mehr. Naja. Gut, dann machen wir das jetzt einfach nochmal und stellen so lange die Kraftstufe runter, bis es komfortabel wird. Okay. Fangen wir bei der 1 an. Stellen es nach oben. Das haben wir schon mal gemacht, Benny. Zu unserem Special. Ich muss dich, glaube ich, nicht daran erinnern, wie lang diese Folge war. Wir haben ja mal vorhin durch aus Spaß verglichen. Du hattest irgendwas mit 500.000 Gesundheit, ne? Mit deiner Rüstung, meinst du? 1,2 Millionen, ja. Das ist schon unglaublich, was. 630.000. Naja, ich hab. Was da auf dem Papier 20 Kraftstufen für einen riesen Unterschied machen, ne? Ja, das ist. 20 Kraftstufen ist halt auch wirklich viel. Oh. Geil, Creeper mit Schwerkraftimpuls. Was für eine wundervolle Kombination. Der Golem hätte mir den Creeper fast ins Gesicht geschält hier. Das wäre aber so ein richtiger Golem-Dickmove gewesen. Und trotzdem bin ich halt One-Shot, ne? Obwohl ich, wie gesagt, jetzt mittlerweile schon 22 Kraftstufen drüber bin. Das ist vollkommen egal. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe die Kraftberechnung von Minecraft Dungeons überhaupt nicht. So. Nee, ich brauche das nicht unbedingt. TNT! Jo, RIP ich. Wie, ich kassiere Damage, danke. Nee, wirst du nicht. Aber die Kraftstufe wirkt gerade doch einigermaßen spielbarer als die letzte, muss ich sagen. Mm. Ich meine, wir sterben zwar trotzdem immer mal wieder, aber es ist jetzt nicht so katastrophal wie beim letzten Mal. Eine Rüstung. Wollt ihr mal die Kraftstufe raten? 212. Nee, bisschen drüber. 215 sogar. Naja. Mein Tänzerschwert ist auch 215. Kann ich eigentlich gleich wieder weglegen. Brauche ich nicht mal angucken. Das ist halt auch so dieser Nachteil, ne? Dass, wenn du die Kraftstufe runterstellen musst, kriegst du natürlich nicht besseren Loot. Aber wenn du die Kraftstufe hochstellst und es nicht schaffst, kriegst du halt auch kein Loot in general. Also, was tun, ne? Dann bleibt ja wirklich nur noch der Tower übrig. Der aber, wenn du guten Loot bekommen willst, erfordert, dass du es schaffst. Und dass du mindestens eine Stunde deiner Zeit investierst. Oder wenn du schnell bist und nicht laberst, vielleicht eine halbe Stunde. Aber unter einer halben Stunde schaffst du es, glaube ich, nicht. Ne? Das haben sie echt gut gemacht, ne? In den Kommentaren anderes behauptet wird, einen Beweis dafür habe ich noch nicht gesehen. Was haben sie also, gemacht? Naja, haben es so implementiert, den Tower und das ganze System, dass du den spielen musst. Ob du, ne, wenn du irgendwie progressen willst weiter in dem Spiel. Das, so kann man auch künstlich Endgame schaffen, Endgame-Content. Es ist ja jetzt auch nicht wirklich Endgame-Content schaffen, es ist einfach nur eine Verschiebung in andere Features. Wow. Alle drei gleichzeitig? Ja, auch gut. Das ist halt auch so ein Ding, was ich nicht verstehe, ne? Wir fallen alle drei gleichzeitig, respawnen an der gleichen Stelle wieder und ohne dass wir Schaden nehmen, hauen wir die Gegner plötzlich um.
Hab die Creeper getankt. Super gemacht. Ist noch einer da. Aber ein gutes Leben sammeln. Mach schon. Mann! Ja, ich wollte ja auch nicht. Danke. Achso. Das Spiel will nur. Der macht mir so viel Damage. Der ist 20 Level unter mir. Haut mir halbes Leben mit einem Schlag. Sehen. Es ist halt irgendwie. Es stimmt mich immer so traurig, weißt du? Weil dieses Spiel hätte eigentlich mit ein paar Kniffen und Änderungen im Balancing könnte man da richtig guten Endgame-Content raushauen, aber es wird halt einfach nicht gemacht, ne? Wahrscheinlich brauchen sie es nicht. Es wurde nie gemacht, sagen wir es mal so. Das Problem besteht ja durchaus schon eine Weile. Oh Gott. Warum haben die denn alle doppelten Schaden hier? Danke. Oh boy, oh boy, oh boy, I'm gonna die, I'm gonna die, I'm alive. Ah, bin tot. Ich konnte nicht mal singen, I'm gonna die. Oh, eine normale, ein Entersäbel Stufe 212, Leute. Jetzt nice. Geht's rund hier. Das hatte Kevin vorhin sogar geschätzt, ne? Ich sag's euch, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Oh, eine 216er Seelenjäger-Armbrust. Eine neue Armbrust brauche ich ja tatsächlich. Und 216 wäre sogar besser als meine jetzige. Aber ach, Seelen ist halt Quark. Ja. Was ist? Why? Why? Ach, was war das denn? Das war eine Säule. Ich stand neben einer Säule. Och Mann, ich war doch so kurz davor. Wieso bin ich jetzt so weit hinten gespawnt und bin Level up? Danke, cool. Aber ich war doch fast fertig, Mann. Oh, diese Säulologen sind solche Fettschläuche. Wie man halt auch literally nichts machen kann, ey. Das ist auch eine schöne Flame-Folge heute. Bisschen, ne? Naja. Wir feiern den Geburtstag von Minecraft Dungeons und geschenkt kriegt's aufs Maul. Creeper! Ja, RIP. Ich hab ihn eigentlich wieder belebt. Nee, ich war wirklich ganz knapp nicht. Das stimmt sogar immer diesmal. Ich kann nicht mal das Spiel flamen. Wo ist denn dieser hässliche Säulologe verflucht nochmal? Da, bleib hier jetzt. Verrückt. Es ist. Ich meine, du kannst ja, wenn die Donnen haben, kannst du es ja nicht mal wissen. So, du stirbst halt schon. Wie soll ich denn bitte auf 20 Gegner achten, gleichzeitig noch, dass die Donnen haben, wenn ich innerhalb von 2 Sekunden sterbe? Gibt noch einen. Jo, der hat mich rangezogen und ist explodiert. Ich hab mich schon gewundert, dass du da so bereitwillig reingehst. Nee. Tu mir nichts. Ich plädiere übrigens ganz stark dafür, dass wir hier keinen Raid Captain nehmen, wenn wir einen finden. Wenn wir so weit kommen. Ja. Wow. Bumm. Das war jetzt aber ein bisschen gechinkst, Kevin. Geht es? Naja, nee. Naja, Jungs. Würde ich jetzt nicht, Kevin. Anders. Nächst niedrigere Kraftstufe, würde ich sagen. Okay. Ja, um den Loot geht's mir sowieso nicht mehr. Das ist sowieso alles Quark, was wir hier kriegen. Das kannst du gar nicht mehr erzählen. Wieso? 200. Nee, lass es. Es sieht keiner. Okay, stimmt. Matze nimmt ja auf, es sieht keiner, welches Level wir haben. Also sag einfach, wir haben das nächste höhere Level genommen. Ich finde, für 270 haben wir uns gerade echt gut angestellt. Ja, oder? Ja, finde ich nämlich auch. Ja, können wir auch mal auf 268 zurückgehen. Brauchen wir uns jetzt nicht schämen. Ich
würde mal interessieren, ob Kevin allein auf den Kraftstufen auch so strugglen würde oder ob das Spiel das irgendwie angleicht, wisst ihr wie? Hm. Ich hatte ja schon öfter auch mal den Eindruck, dass es sich allein deutlich anders spielt als... Ja, habe ich aber auch schon gehabt, den Eindruck, im Team. So, was habe ich denn bekommen? Eine 209er einzigartige implodierende Armbrust. Okay. Das ist ganz schön schlechter Loot für 268. Oder? Alter, was? Wo seid denn ihr? Komm ich da ran? Also. Bin schon. Captain Benny hat mich schon. Alter! Oh, da war eine Säule. Ich hab's halt überhaupt nicht gesehen. Also außer in dem Moment, wo ich gestorben bin. Da habe ich natürlich gesehen. Okay, die Mauern sind aber mal echt praktisch, oder Kevin? War nicht schlecht, ne? Kann man machen. Wir müssen irgendwie diese Zauberer da wegkriegen. Blöde Schaf! Blöde Schaf! Oh, meine Stimme lässt nicht mehr zu, dass ich die Schafe honoriere. Grüne Schaf! Nee, es gibt. Oh nein! Emil, was denn? Das hat so viel. Nee, das war so. Achso, ja, das stimmt, das war wirklich. Es wird nice. Wieder. Es wird wieder, Benny. Ich höre mich doch schon wesentlich besser an als letzte Schaf. Woche. Rotes Schaf! Das stimmt. Nächste Woche wird es dann wieder. Vielleicht muss ich auch mal einfach mal Sound-Samples aufnehmen, wenn meine Stimme okay ist, um solchen Sachen vorzubeugen, weißt du? Mach ich mir so Stefan Raab Nippelbrot. Oh, ich habe das so gefeiert immer, ne? Das war wirklich eins der coolsten Teile, die es gab. Und ich habe das immer so wieder im Alltag, wo ich denke, boah, jetzt einfach nur mal drauf auf die Taste, das wäre so genial. Das muss man schon echt sagen. Das, du hohle Birne! Also das war echt... Das war schon... Das war Legende. Wo wir schon beim Thema sind, hat sich einer von euch eigentlich mal das TV Total Reboot angeguckt? Die erste Folge? Ich fand die auch nicht mal so schlecht. Also. Meint ihr den neuen Moderator oder was? Aber. Naja. Achso, nee. Also, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich fand's, wie gesagt, nicht so schlecht. Nein, das ist an dem gestorben. Es war nur ein Zauberer. Das ist insane. Doch, das war eine schöne Golem-Schelle. Wenn wir eine Bämme haben. Wer kann? Muss man hin? Da, okay. Dann gehen wir doch einfach. Hört doch mal auf und sagst du laufen, sonst hätte ich einen Strick am Arsch hier. Hab Benny getötet? Oder war es der Creeper? Ich glaube, es war sogar der Creeper, oder? Creeper. Ja, okay. Gut die Kurve gekriegt, Kevin. Gut die Kurve gekriegt. Nee, es war wirklich der Creeper. Jetzt re-rap so. War wirklich der Creeper, ja. Glück gehabt. Wenn ich's schon sage. Stimmt. Wenn ich Kevin in Schutz nehme, muss es stimmen. Boom! Ah, oh, dafür hat es sich gelohnt zu sterben. Sah das geil aus. Keiner hat es gesehen, außer ich. Bin mit einem Schattendrang in die Menschenmasse rein, hab einen Ernter gezündet und... Oh, das sind die Momente. Das stelle ich mir wirklich schön vor, Kevin. Das muss Oder? Echt ein toller Moment gewesen sein. War es wirklich. Ich spam jetzt einfach nur Pfeile, ich blicke sowieso nicht durch, ist alles so bunt. Ja, ugelig. Cool. Ah, wir sind bin reingerannt, hab volles Leben, instant verloren, richtig nice, freut mich. Nein! Oh, wie viel Damage der dir macht. Jo, Enderman, genau das brauch ich jetzt. Oh oh. Guck's dir an, er schlägt einmal auf dich drauf. Ein einziges Mal. Ja. Du hast halbes Leben verloren. Ja. So ist das mit einer Lobab-Rüstung. Das wäre ja okay, wenn es bei mir anders wäre, aber ist es ja nicht. Blutschwein! Blutschwein! Irgendwo liegt ein TNT. Nice. Und Tänzerschwert, das ist Stufe 209, das ist enttäuschend für die Kraftstufe, der wir spielen, aber es passt. Komm ich mit klar. Das stört mich überhaupt nicht.
Ratatatatatata macht der Benny der nur. Ich weiß nicht mehr, ob ich getroffen hab. Jeder Buschi zu den Glanzzeiten. Oh, das war aber mal ein schöner Blitz. Grüße gehen raus an der Stelle, weil der guckt definitiv unsere Videos. Buschi, auf jeden Fall. Mit Sicherheit, ja. Der Buschi. Tägliche Inspiration bei uns. Ja. Ja. Wie man halt moderiert und kommentiert. Ja. Ist wirklich so. Na klar. Das ist jetzt kein Rumgeeier. Ich sag's euch, du. Nächstes Mal heißt dann hab jetzt Hallo und herzlich willkommen zur neuen Saison hier. Ich bin voll reingerannt. Bye. Well kicked. Was? Eher well thrown, oder? Hä? Buschi ist Fußball. Also war auch mal natürlich Football, ja, aber... Eigentlich Basketball, oder? Ja, schon lange nicht mehr. Ach schon so. Lange nicht mehr Basketball. Nee. Also wieder Fußball. Es ist schon länger bei Sky. Ja, schon eine Weile jetzt tatsächlich. Ich glaube Basketball, Football und Fußball jetzt. Wo seid ihr denn? Wieso? Wir haben wieder unsere Regel missachtet. Ne? Gründe. Wir haben unsere Regel missachtet. Ja, aber... Regelschmiegel. Danke. Also ich krieg das schon hin, das ist ja nicht das Problem. Und dann? Das wie sagst du immer? Movement is key, Movement is key. Was lustig ist, weil eigentlich bin ich ja derjenige, der das eingeführt hat, ne? Und du klaust es und... Ja... Ich lasse dir gerne die Lorbeeren dafür, dass Movement wichtig ist, aber... Den Spruch hast du dir ausgedacht, ja, ja. Naja. Whatever. War zwar alle tot. Aber gut. Das war eine schöne sozialistische Bruderarbeit, Kevin. Oder? Das Sozen wieder, Alter. Jawohl, geil! Wie wir alle gestorben sind, das war auch richtig sozialistisch. LOL! Wir sind halt respawned und Benny ist schon wieder tot. Ach nee. Ich dachte. Müssen es, glaube würde ich, aber passen. Wiederbeleben absprechen, weil es war gerade ungünstig, dass ihr das beide gemacht habt. Findest du? Ja, ja. Ich mache hier taktische Analyse jetzt schon. Direkt on the fly. Ja. Fällt von nichten aus. Na, wie immer, ne? Wir machen es halt Sorry, nur ist gut, wenn wir zusammenbleiben. Grüße gehen raus an Benny. Wir machen es. Ja, genau. Was ist das denn? Ist es einfach randomly irgendwas bei mir explodiert? Und es war keine Säule. Es ist random einfach irgendwas explodiert und hat mir Full Life gezogen. Nee, komm. Findest du geil? Da finde ich das geil. Bin da. Auch nie wissen, woran ich sterb. Einfach nur random, einfach so sterben. Naja, dann ist es wenigstens schnell vorbei. Immerhin. Kevin geht halt eiskalt durch diesen Feuerdingens durch, ne? Das juckt ihn gar nicht. Naja, kann ich mal leisten. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Das war aber schon immer so, dass wir taktisch, ne, wie man im Fußball so schön sagt, total im Amateurbereich sind. Wir machen das halt durch unsere individuelle Klasse wett. Weißt du wie? Nee, eigentlich nicht. So, Kevin, zeig mal individuelle Klasse jetzt. Mach ich doch. Nice. Nice. Vielleicht hat hab ich gemacht. Ja, das sag ich ja. Feuer frei. Mach das nur durch individuelle Klasse weg. Taktisch sind wir einfach nur Amateurliga. Weißt du, wie unfassbar gut wir wären, wenn wir das mit der Taktik hinkriegen würden? Nee, eigentlich nicht. Also wirklich jetzt, es hat ein bisschen was macht schon aus, das stimmt, aber also vieles ist halt auch einfach nur komplett Krutze. Also ganz ehrlich, ja, zusammenbleiben ist eine Taktik, die man machen kann, aber sonst ist das Spiel so unübersichtlich und es wird dir so viel entgegengeworfen. Du hast 20 Gegner, die dich alle theoretisch one-hitten können. Also das hat für mich wenig mit Taktik zu tun. Wie gesagt, macht schon was aus, aber
nicht so viel. Ich kenne literally keinen Schaden von dem Skelett, das ist der Hammer. Das sollte ich doch nicht, ne? Es wäre tragisch, wenn es so wäre. Naja, natürlich. Ne, schaffe ich nicht. Okay, hab's geschafft. Was ist los? Oh, das... Vielleicht ist auch meine Artefaktauswahl nicht mehr optimal. Ach, die ist schon lange nicht mehr optimal. Also, wir haben irgendwelche zusammengewürfelten Sachen nur noch. Nö, ich hab schon eigentlich was aufeinander abgestimmtes. Ja. Ja. Okay, dann hab nur ich zusammengewürfeltes. Ich hab auch nicht zusammengewürfeltes, keine Angst. Meine Umhängetasche für Damage. Mein Pilz, obviously, für Damage. Und mein Heiltotem fürs Heilen. Okay. What? Cool. Aber wenigstens habe ich meinen Pilz nochmal gezündet, bevor ich random gestorben bin. Hat sich ja wenigstens gelohnt. Dankeschön. Bitte. Brauche ich zwar gar nicht, aber trotzdem bitte gesagt. Wenn ich dir die Antwort klaue, kann... Oh nein, 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 nein. Wrong turn. Schöner Horrorfilm, by the way. Ist ein relativ Standardfilm, oder? Oder war das der mit dem Wüstendorf, wo die... Nee, das... Du meinst Silent Hill. Nee, dann war Wrong Turn. Wrong Turn ist das im Wald... Nee, ich weiß nicht mehr genau. Mit diesen komischen Hillbillies da, die so entstellt aussehen. Ah ja. Leute, sorry! Ich hab dich gerade umgebracht! Beton. Base down. Cool. One hit. Oh, Kevin muss eigentlich reviven. Cool. Ich glaube nicht, dass Benny das schafft. Es schafft niemand hier zu reviven. Man darf halt einfach nicht sterben, sonst ist es sowieso safe. Achso. Na gut. Aber Kevin schafft's gerade. Movement is key! Movement is key! Movement is key! Nice, Alter! Nice, Benny! Premium! Ich hau jetzt einfach Pfeile raus, ich habe ja noch 500. Ey, warum? Wer hat das jetzt gezündet? Ich! Aber dafür ist er auch tot! Wäre trotzdem cool, wenn du Bescheid gesagt hättest. Nee! Ist gekommen. Richtig? Hätte ich übelst gefeiert. Nee, ich will nicht! Ach komm, dann belebe ich halt wieder, ob ich sterbe oder nicht, ist mir egal, du hässliches Spiel. Weißt du, ich will die töten erstmal. Nee, den belebt jetzt wieder. Nein, wer war das? Welche Sau? What? Ah, you gotta be kidding me. Bist du etwa der Meinung, ich hätte Bescheid sagen sollen? Nein. Ich könnte ja auch. Ich beide erwischt, das ist einfach so. Ich könnte auch zu meiner Verteidigung sagen, man hört ja, wenn das Geräusch, wenn das Teil angeht, ne? Das wäre aber eine schlechte Verteidigung, weil. Hier? Hörst du das? Ja, na klar. Hörst du das? Naja, da brauche ich nicht ansagen. Aber warum geht denn das Tor nicht auf? Wir haben doch alle. Oder ist doch irgendwo ein Minion? Alter Junge! weiß ich nicht. Ja, hier. Mach den mal weg. Ach Mensch. Da ist er, Dominion. Spaß. So, jetzt noch zweimal vom Ausgang sterben, sehe ich uns. Ja, das ist okay. Bleib hier, du hässlicher Säulologe. Ausgebrüht der Hölle, du Bastard. Ey! Ich weiß nicht, kam die mit Nether DLC dazu? Nee, die gab's. Weiß ich, gut. Actually, good question. Nee, ich glaube, die gab's schon vorher. Blau scharf! Nice, ja, schön. Gerusht. So, bist einfach mal. Ja, Kraftstufe 268, das ist machbar. Ja, war eigentlich relativ easy, würde ich sagen. Bisschen underwhelming dafür, aber sonst... Also es war auch...
War auch nicht tiltend, finde ich. Nö, also jetzt ging's. Also es war eigentlich relativ entspannt. Also jetzt beim dritten Versuch ging's. Oh, angerichteter Schaden, das ist aber interessant. 662 ja, Millionen. Wie Kevin halt aber auch einfach vom Level her viel weiter hinten ist, ne? Das beweist auch, dass er halt offscreen nichts gemacht hat, literally. Nö. Cool, eine 222er Wunderkerze. Eine 240er Wunderkerze. Ja, war schon klar. 231er. Ja, das sind wir doch gut verteilt. Da sind wir doch gut verteilt, fast. Mensch. So, habe ich im Abenteuerbereich was geschafft? Nee. Nüscht. Eine Rankenrüstung. Ist ja mal useless. Das wird spektakulär, wenn wir die Boss-Mission machen müssen, weil da müssen wir ja auf Apokalypse plus 21 spielen. Wobei, das ist ja 219, das ist ja... Naja, wobei. Naja, also wir halten fest, wenn ihr den Turm nicht spielt, habt ihr es im Endgame richtig, richtig schwer. Ich weiß nicht, ob es schon vor dem Turm so war oder ob sie das noch ein bisschen verschärft haben, ob sie noch mal ein paar Stellschrauben nachjustiert haben, um die Leute vielleicht wirklich dazu zu bringen, in den Turm zu gehen. Ich weiß es nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Fakt ist, wir haben unsere zweite Geburtstagsmission geschafft und es kann durchaus sein, dass es noch mal eine Geburtstagsmission zu sehen gibt. Am Sonntag nämlich, auch wenn das Event da schon vorbei sein dürfte, unsere nächste Aufnahmesession fällt, glaube ich, nochmal in den Eventzeitraum, weswegen wir auch keine Tower-Challenge am Sonntag bringen. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ne? Nee, nein, ich glaube, hast du recht. Fest, aber ich glaube, wir haben mal wieder eine Tower-Challenge-Pause. Ist ja auch mal nicht schlecht. Also, wir wünschen euch einen wundervollen Donnerstag. Nur noch einen Tag, liebe Freunde. Dann ist Wochenende. Schaffen wir alle. Bis dahin, wir wünschen euch viel Spaß. Habt eine schöne Zeit. Und lasst uns gern ein Däumchen da. Tschüss. Tschüssi. Ciao.